wenigstens ein bisschen Wind, um vorwärts zu kommen. Es darf nicht zu viel sein, es darf aber auch nicht zu wenig sein. Und wir sind so an der Grenze dran und wir versuchen das Beste dann einfach immer draus zu machen. Ne? Also das ist eigentlich so unser Hintergrund. Wir machen also ein gutes Wetterbriefing vorneweg, haben da also Spezialdaten vom Deutschen Wetterdienst, mit dem wir da arbeiten und uns dann vorbereiten auf die Fahrt und danach natürlich dann versuchen, so die Risiken auszuschließen, die bei so einer Ballonfahrt entstehen können. Alles im grünen oder soll man sagen blauen Bereich. Es geht von den Passendorfer Wiesen über Halle Richtung Südwesten. Also können wir reinfahren, wenn es aus ist, ja? Danke. Danke,